Willkommen zu Let's Board Game und einem Let's Present zum Spiel Operation C, tödliche Kämpfe in einer vergessenen Zeit. Das Spiel ist ein Spiel für 1 bis 4 Spieler und wird im Koop gegen das Spiel gespielt. Und ich habe auch hier den Autor neben mir, den Markus. Hallo. Und dieser wird da das Spiel mal kurz umreißen. Ja, erstmal hallo, und Operation C handelt davon, in der Chimäre, einer Forschungsstation des Konzerns Biogen in weiter Zukunft, werden Dinosaurier als Biowaffen gezüchtet. Das geht natürlich unglaublich schief und die Biowaffen übernehmen die Station und der Konzern Biogen schickt Rettungsteams, um herauszufinden, was in der Station überhaupt passiert ist und Überlebende und natürlich Daten zu retten, beispielsweise zu sichern. Das ist doch eine gute Zusammenfassung gewesen. Die Charaktere entwickeln sich im Verlaufe des Spieles von Szenario zu Szenario weiter und haben da halt die Möglichkeit, sich auch im Level zu steigern und um immer stärker zu werden. Das Spiel ist auch anpassbar von der Schwierigkeit, oder? Genau. Das Spiel bietet halt 3 Spielemodi, halt einfache Mission, mittlere Mission und schwierigere Mission. Also für jeden von Anfänger bis Profi ist auf jeden Fall was dabei. Also kann man sich auch direkt als Anfänger lebensmüde in eine schwierige Mission schicken, aber da ist dann die... Das geht. Und es ist sogar möglich, die schwierigen Missionen zu schaffen. Dementsprechend kriegt man auch viele Punkte, kommt relativ schnell hoch, aber es ist verdammt verzwickt. Okay, aber dazu sehen wir wahrscheinlich gleich mehr in der Übersicht. Und ich würde sagen, wir springen auch direkt mal in die Übersicht und schauen uns das Spiel einfach mal genauer an. So, als erstes haben wir hier ein Charakterdatenblatt. Und dies wird jetzt der Markus uns ein bisschen näher erläutern. Ja, das Charakterdatenblatt ist eigentlich sehr klassisch aufgebaut. Wir haben halt hier die Lebenspunkte eines Helden. Fallen die Lebenspunkte hier auf diesen schönen Totenkopf, dann ist der Held besiegt und ist aus dem Spiel. Dann haben wir hier in der Mitte, neben den Informationen zu einem Helden, halt den Namen, welchem Team er angehört, seiner Gruppe, seine Bewegung, seine Panzerung und seinen Lösenwert. Und hier unten haben wir seine Startausrüstung, die er zu Beginn eines Spieles bekommt. Dann hier unten haben wir Munition. Die 2 bedeutet, dass er nur 2 Munitionsmarker tragen kann. Dann sein Rucksack, wie viel Ausrüstungsgegenstände er im Spiel tragen darf. Hier vorne an der Seite haben wir die Adrenalinpunkte. Die Adrenalinpunkte sind eigentlich einer der wichtigsten Elemente im Spiel, weil sie in der Lage sind, was der Held hier bestimmte Fähigkeiten ausführen kann. Die sind extrem mächtig, allerdings ist Adrenalin auch sehr begrenzt und sollte immer weiser eingesetzt werden. Dann haben wir hier unten den Startgegenstand. Jeder Held besitzt einen Startgegenstand. Das ist ein besonders mächtiges Ausrüstungs-Element, genau. Und kann aber nur einmal im Spiel eingesetzt werden. Und ist dieser Startgegenstand eingesetzt worden, muss er vor jeder Mission neu gekauft werden. Und der ist extrem teuer. Deswegen sollte man sich auch immer überlegen, ob es wirklich wert ist, diesen Gegenstand einzusetzen. Hier vorne an der Seite haben wir die Statuseffekte. Die Statuseffekte gibt es in 3 Farben. In Gut, Vorsicht und Gefahr. Rot, Gelb und Grün. Diese sind gekoppelt an die Farbe der Lebenspunkte. Diese können im Kampf eingesetzt werden, um neue Fähigkeiten einzusetzen, beispielsweise mehr Schaden zu machen oder dass mehr Gegner getroffen werden von einem Angriff oder dass man vielleicht auch Lebenspunkte oder Adrenalinpunkte regeneriert. Diese sind allerdings gekoppelt an die Lebenspunkte. Das heißt, wenn ich eben nur noch 4 Lebenspunkte habe und mich im gelben Bereich befinde, kann ich auch nur diese Effekte aktivieren. Deswegen ist es im Spiel eigentlich immer ganz wichtig, zu versuchen, dass alle Helden möglichst im grünen Bereich sind, weil sie dort die besten Effekte ausführen können. Die Helden unterscheiden sich auch in den Werten, habe ich schon gesehen. Also hier hat man zum Beispiel einen Unterschied. Dieser Charakter hat jetzt 3 Munition und 2 im Rucksack. Da ist die entsprechend im Verhältnis zu dem anderen natürlich genau umgedreht. Die Sonderfertigkeiten sind identisch oder wie äußert sich das? Die Charaktere sind unterteilt in Gruppen, und zwar wir haben jetzt 4 Gruppen, beispielsweise die Special Forces, den Alexander Cross, dann haben wir die Ripley Thomas, die zur Jägerin gehört. Die unterscheiden sich auch nochmal in ihren
Statuseffekten, beispielsweise auch noch zusätzlich in ihren Fähigkeiten den Adrenalin. Also alle Charaktere sind sehr individuell. Und deshalb müssen auch in einem Spiel immer alle vier Charaktere da sein. Wenn nur ein Charakter fehlt, dann ist die Spielrunde meistens verloren, weil alle Fähigkeiten aufeinander aufbauen. Das heißt, man muss im Spiel sehr, sehr taktisch vorgehen und auch extrem kombinieren, die unterschiedlichen Fähigkeiten der Charaktere, um zu überleben. Also wenn man jetzt zu zweit spielt, übernimmt jeder Spieler zwei Charaktere. Genau. Und dementsprechend auch bei einem Spieler nimmt halt alle vier. Zum Startaufbau ist es so, dass jeder Spieler einmal hier diese vorhin erwähnte Startausrüstung hat. Dementsprechend bekommt dieser Charakter die passenden Ausrüstungskarten. Das ist hier in diesem Falle von Alexander Cross. Bekommt er einmal hier die Stair Orc und das Kampfmesser SEK und einmal den Marker für seinen Hellfire Laser. Und dementsprechend werden dann hier die Marker auf den 5er und auf den 10er Wert gelegt. Was hat es mit der Munition auf sich? Die Munition ist wichtig für die Waffen. Und zwar, alle Waffen können mit verschiedenen Munitionsarten geladen werden. Das heißt einmal die Standardmunition und die Sondermunition. Die Standardmunition ist im Grunde, wenn die Helden im Kampf sind und kämpfen, müssen sie nach jedem Kampf immer einen Munitionsmarker ablegen. Das heißt, ich kann mit der Waffe so oft feuern, wie ich möchte in einer Kampfrunde. Allerdings, wenn der Kampf komplett zu Ende ist, das heißt, alle Biowaffen sind besiegt, dann muss ich diesen Marker ablegen. Die Sondermunition ist dagegen ganz anders. Und zwar muss ich nach jedem Gebrauch einen Würfel werfen, um zu schauen, ob die Munition aufgebraucht ist oder nicht. Das ist hier dieser Würfel, der sogenannte Sternwürfel. Einige von euch werden ihn vielleicht kennen, denn er stammt aus dem Dungeons & Dragons Brettspiel von Hasbro. Ein super Spiel, muss ich an der Stelle sagen. Die finale Version des Spiels wird einen eigenen Würfel haben, der auch einen Stern hat, aber... Genau. Ein Raptorensymbol oder irgendwas ähnliches. Aber auf jeden Fall, die Sondermunition kann immer nur einmal eingesetzt werden, aber dafür ist sie extrem mächtig, weil sie teilweise mehr Angriffswürfel schon addiert. Und so können selbst die einfachsten Standardwaffen mit dieser speziellen Munition es an Schaden aufnehmen mit Waffen, die schon aus einem höheren Rang sind. Zu Beginn des Spiels bekommt man also in der Startaufstellung auch wahrscheinlich schon einen gewissen Munitionsvorrat. Genau, das sind zwei Marker von seiner Standardmunition natürlich. Also in dem Falle der Stair Orc, die würde dann 9mm Munition bekommen. Wir haben jetzt einfach mal einen als Beispiel, dementsprechend würde er zwei behalten. Und beim Nahkämpfer ist es der Unterschied, der darf sich aussuchen, welche Munition er erhält bei genau. Der Standardausrüstung. Genau, die Ripley Thomas, die Jägerin, besitzt halt nur eine Nahkampfwaffe, den Kampfspeer, und hat deshalb keine Fernkampfwaffen. Aber sie kann sich zu Spielbeginn aussuchen, welche Marker sie haben will. Das heißt, ich könnte theoretisch schon zu Spielbeginn sagen, ich möchte Sondermunition mitnehmen, wenn ich sie haben möchte, oder Granaten, was immer ich brauche. Aber trotzdem ist jeder Charakter in der Lage, alle Waffen einzusetzen. Egal ob Fern- oder Nahkämpfer. Jeder Charakter kann jede Waffe einsetzen. Nur einige Charaktere bekommen halt Bonusse auf bestimmte Waffengattungen, weil sie darin einfach besser sind. Okay, gut, dann haben wir eigentlich hier so die Charaktere durchgearbeitet und dann würde ich sagen, schauen wir uns direkt mal ein bisschen das Spiel an und das Spielfeld und dementsprechend, was da auf uns zukommt. So, als erstes kommen wir zu den einzelnen Kartentypen und die wird Markus nun ein bisschen erläutern. Ja, zum einen haben wir jetzt hier die Ausrüstung. Ausrüstung erlangt man in dem Spiel, wenn man Biowaffen besiegt, beispielsweise wenn man bestimmte Terminals hackt oder aber auch einen Sektor untersucht. Die Ausrüstungskarten sind sehr vielseitig. Hier haben wir beispielsweise einfach mal ein Medikit, das Lebenspunkte heilt. Jede Ausrüstungskarte hat hier unten einen Punktewert, die sogenannten Extinction-Punkte. Extinction-Punkte sind im Grunde Erfahrungspunkte, die ein Spieler während des Spiels sammelt. Damit kann er halt neue Upgrades für sich selber kaufen, um mehr Lebenspunkte zu erlangen. Oder er kann damit aber auch Ausrüstung aus dem AGN-Shop kaufen. Das heißt, ich kann alles, was ich finde, am Ende des Spiels einfach verscherbeln. Dann haben wir hier eine Waffe. Das ist jetzt die HK MR762 Sturmgewehr.
Die Waffenkarten gliedern sich halt auf. Man hat hier oben die Schadenswürfel, die die Waffe verwendet. Die haben wir hier an der Seite. Hier sei auch wieder gesagt, Kenner werden diese Würfel kennen, weil das Design stammt ebenfalls aus dem Dungeons & Dragons Brettspiel von Hasbro. Dann haben wir unter der Karte halt die Reichweite der Waffe, bedeutet wie viele Felder man mit ihr feuern kann, welche Munition sie verwendet, halt welche Art von Sondermunition und Standardmunition. Beispielsweise jetzt die HK verwendet 7,26 mm als Standardmunition und als Sondermunition panzerbrechende Munition. Und panzerbrechende ist genau das, was man sich darunter vorstellt. Also eine sehr, sehr gute Waffe. Dann darunter haben wir die Gattung, zweihändig. Und zwar alle Waffen in Operation C sind einhändig und zweihändig. Und wie im richtigen Leben hat ein Held nur zwei Hände. Und man muss sich halt überlegen, ob man eine zweihändige Waffe trägt oder zwei einhändige Waffen. Weil hat man alle Hände voll, kann man nichts weiteres mehr tragen. Die Waffenwahl ist also immer sehr, sehr wichtig. Hier haben wir ein anderes Waffenbeispiel. Das ist beispielsweise der M79 Granatwerfer. Der verwendet als Munition Granaten. Granaten werden ein bisschen anders behandelt als die normale Standardmunition. Und zwar hat man immer nur halt eine Anwendung davon. Das heißt, ein Schuss und dann ist die Granate weg und dann müsste man theoretisch einen weiteren Granatmarker besitzen, um einen zweiten Schuss abzusetzen. Diese Waffe benutzt ein Diagramm, wie man hier unten sieht. Das heißt, diese vier Felder werden dann betroffen. Das kann ein Held sich dementsprechend aussuchen, wenn er auf eine Biowaffe schießt. Dann kann er sagen, welche Felder dann betroffen werden können. Einen Nachteil haben diese ganzen Diagrammwaffen. Normalerweise in Operation C ist es so, dass die Helden die Sichtlinie nicht blockieren und ich durch andere Helden ruhig durchschießen darf. Weil ich einfach davon ausgehe, dass im Eifer des Gefechtes die Helden sich einfach wegducken, weil sie so ein gut eingespieltes Team sind. Das geht bei den Diagrammwaffen leider nicht. Deshalb muss man immer genau aufpassen, wann man diese einsetzt, um nicht einen anderen Helden zu treffen. Dann hier haben wir hier vorne die Benelli Nova. Eine schöne doppelläufige Schrotflinte. Man sieht schon an dem Diagramm, trifft vier Felder auf einmal, hat allerdings den Nachteil, sie benötigt zwei Munitionsmarker, aber ist dafür eine sehr, sehr starke Waffe. Einen anderen Ausrüstungsgegenstand, wovon es auch viel mehr gibt, das sind die sogenannten Nanomodule. Hier haben wir beispielsweise das Nanomodul Adrenozeptor. Nanomodule müssen immer ausgewürfelt werden, ob sie funktionieren zu Beginn einer Heldenphase oder nicht. Wenn sie funktionieren, bekommt der Held einen richtig guten Boost. Allerdings scheitert dieser Würfelwurf, dann verliert ein Held meistens immer durch die Überladung Lebenspunkte. Und wie man an dem Punktewert sieht, man kann sie richtig gut verkaufen. Das war's soweit. Das waren die Ausrüstungskarten und dann kommen wir als nächstes zu den Terminal- und Sektorenkarten. So, wie so eben angesprochen, haben wir hier einmal das Sektorendeck und das Terminal-Deck. Das erläutert der Max uns jetzt mal genau. So, zu Beginn jedes Spiels wird der Sektorenstapel speziell an jede Mission angepasst. Dies wird genau im Missionsbuch der jeweiligen Mission immer erläutert. Wir gehen jetzt direkt in die Karten rein. Und zwar Ziel jeder Mission ist es erstmals, den Zielsektor zu finden. Diesen haben wir hier. Der Zielsektor ist in einer grünen Farbe. Die grüne Farbe ist immer korrespondierend mit der Eingangsfarbe der Tür zum Sektor hin. Und hier haben wir die Teleportationsanlage aus einer der Missionen. Genau. So. Also muss immer diesen Zielraum erreichen. Genau. Dann haben wir hier eine andere Karte, und zwar die Korridorsektor, die sind in blau gehalten. Da das Spiel verschiedene Sektoren benutzt und die Farben, ist der Aufbau immer von Spiel zu Spiel anders und die Spieler können immer die Platten anlegen, die sie anlegen wollen. Das heißt, das Spiel sagt euch nur, ihr müsst einen blauen Sektor anlegen, aber welchen blauen Sektor ihr im Endeffekt anlegt, das bleibt euch überlassen, weil beispielsweise hier haben wir eine Kurve, es gibt aber auch hier den Gang in blau und das gleiche gibt es nochmal, hier sieht man das jetzt schön, auch draußen. Spielerelevant ist es nicht, es ist halt nur für die Optik, damit ein bisschen Abwechslung ist, weil manche Spieler mehr gerne durch die Forschungsstation gehen oder manche nur durch den Dschungel.
Dann haben wir die Raumsektoren. Die sind rot. Die Raumsektoren sind spezielle Räume, in denen es immer zu kämpfen kommt. Das heißt, in diesen Räumen werden Schattenereigniskarten gezogen, auf die wir später einkommen. Dann haben wir Verbindungssektoren. Die sind lila. Verbindungssektoren haben die Fähigkeit, den Weg, den ihr gehen müsst, zu teilen. Das heißt, trifft eure Gruppe auf einen Verbindungssektor, wird der Sektorenstapel aufgeteilt und ihr müsst euch entscheiden, in welche Richtung ihr geht. Dabei kann es gut passieren, dass ihr in die falsche Richtung lauft und dass ihr am Ende alle Sektorenkarten erkundet habt, aber den Zielsektor nicht gefunden habt, weil derjenige auf der anderen Seite ist. Das heißt, ihr müsst wieder zurückgehen. Im Spiel gibt es mehrere von diesen Verbindungssektoren, das heißt, der Weg kann sich mehr als zweimal sogar gabeln. Und zum Schluss haben wir die Terminal-Sektoren. Die sind gelb. Die Terminal-Sektoren haben auch eine besondere Fähigkeit, und zwar in diesen Sektoren werden sogenannte Terminal-Karten gezogen. Die haben wir hier. Terminals, das sind Computerkonsolen, werden dann dargestellt durch einen Marker, der einfach auf irgendein Feld gelegt wird. Welches, das dürfen die Spieler sich selbst entscheiden. Und dort kann ein Spieler versuchen, das Terminal zu hacken. Welches Terminal das ist, das wird halt gezogen. Beispielsweise hier hätte ich den Medizinschrank. Bedeutet, wenn ich dieses Terminal hacke, das wird angegeben hier unten durch eine Sicherheitsstufe. Je höher diese Stufe ist, desto schwieriger ist es, das Terminal zu hacken. Bekomme ich dementsprechend den Bonus der Karte. Beispielsweise, wenn ich den Medizinschrank hacke, erhält ein Held komplett Lebenspunkte und Adrenalinpunkte zurück. Und obendrein gibt es für das Hacking auch noch Punkte. Allerdings, ein Nachteil der ganzen Geschichte, wenn man schlecht würfelt, gibt es einen elektrischen Stromschlag und ein Held verliert Lebenspunkte. Das geht sogar so weit, dass komplett alle Helden in diesem Sektor Lebenspunkte verlieren können. Deswegen ist Hacking immer eine Sache und sollte immer nur von den Helden eingesetzt werden, die darauf auch eine bestimmte Fähigkeit besitzen. Also besteht immer ein gewisses Risiko. Es besteht immer ein Risiko in allen Sachen für diesen Spiel. Ist immer Risiko. Dann habe ich hier beispielsweise eine andere Karte. Den Munitionsschrank. Wenn der gehackt wird, bekommt man 3 Munitionsmarker der Wahl. Das ist immer sehr gut, weil die Helden dann sagen können, ach, wir nehmen uns jetzt 3 Granaten oder 3 Energiezellen oder 3-mal Munition, das bleibt den Spielern vollkommen selbst überlassen und kann immer der jeweiligen Spielsituation dann angepasst werden. Und hier noch eine andere Terminalkarte, das Notfalldepot. Wenn man das hackt, darf man halt Ausrüstungskarten ziehen, und zwar bis zu 2 Stück. Nicht schlecht. Ja, das sind an sich jetzt die Terminal- und Sektorkarten gewesen. Und nun kommen wir zu den soeben angesprochenen Schattenereignissen. So, nun kommen wir zu den Schattenereignissen. Die sind halt Ereignisse, die einen ja in der Chimäre 2 Basis auf die Pelle rücken können. Aber dazu auch genaueres jetzt. Ja, Schattenereignisse werden halt immer ausgelöst, wenn die Helden einen roten Sektor betreffen, aber auch unter anderen Bedingungen. Die Schattenereignisse unter Karten unterteilen sich einfach in 2 verschiedene Arten. Und zwar haben wir einmal Ereignisse. Diese Ereignisse sind halt dementsprechend Ereignisse. Man kann es gar nicht anders erklären. Ereignisse sind Ereignisse, die den Helden widerfahren können. Und die sind sehr variantenreich. Und zwar hier beispielsweise haben wir die Karte Lüftungsschacht. Dort kann der Missionsführer halt würfeln, ob er eine Lüftungsschacht untersuchen will. Da kann man dann Ausrüstung finden. Aber es kann auch gehörig schief gehen und die Helden können überrascht werden von irgendwelchen Biowaffen, die sich in den Schacht versteckt haben. Dann haben wir hier eine andere Ereigniskarte. Das ist die Vegetation. Diese Karte beeinflusst halt den Kampf, wenn Helden gegen Biowaffen kämpfen. Und zwar verlieren alle Helden dann immer eine Aktion, weil Helden in ihrem Spielzug 2 Aktionen haben. Das heißt, wenn diese Karte kommt, ist es immer extrem schlecht, wenn dann auch noch Gegner auftauchen. Eine andere Art von Ereigniskarten haben wir hier. Das ist eine Falle, die Sentinel-Falle. Die Sentinel-Falle ist auch sehr, sehr böse, weil sie entweder einen Helden betreffen kann. Sie kann aber auch
alle Helden betreffen. Dies wird ausgewürfelt und dementsprechend, wenn die Helden von der Sentinel-Falle angegriffen werden, werden diese Kampfwürfel geworfen und der Nachteil an der ganzen Sache ist, diese Falle ignoriert die Panzerung eines Helden. Autsch. Dann haben wir hier natürlich die Biowaffen. Die Biowaffen in Operation C sind verschiedene Dinosaurierarten. Jetzt hier im Grundspiel haben wir 9 verschiedene. Hier als Beispiel habe ich den Dilophosaurier. Dürften vielleicht einige kennen aus dem Film Jurassic Park. Genau. Die netten Dinos mit der Halskrause, die auch Säure spucken können. Auf diesen Biowaffenkarten sieht man dementsprechend, welche Dinoart erscheint. Und hier unten steht auch die Anzahl, wie viele kommen. Jetzt hier habe ich beispielsweise eine andere Karte. Hier sieht man schon, es sind schon 2 Biowaffen. Die Lophos und die Achnidas. Die Achnidas sind eine speziell mutierte Spinnenart der Tektiden. Sehr lästig. Und hier wird die Anzahl ausgewürfelt. Und zwar mit einem 6-seitigen Würfel. Das heißt, von jeder Art können bis zu 6 Stück erscheinen. Dann wird es ja doch schon manchmal ziemlich eng. Damit ist manchmal ziemlich eng. Und gerade die Kombination der Biowaffen macht sehr, sehr viel aus. Weil einige Biowaffen auch Fähigkeiten haben. Wenn die aktiviert sind, bekommen andere Biowaffen wiederum einen Bonus. Und das muss man halt als Heldengruppe dann taktisch ausnutzen und versuchen zu eliminieren, indem man andere Biowaffen trennt oder beispielsweise zuerst besiegt. Eine andere Art von Schattenereigniskarten haben wir hier, den Tyrannosaurus Rex. Es kommt nur einer, alles andere wäre auch ein bisschen fatal. Sehr fatal. Aber diese Karte hat halt die zusätzliche Fähigkeit dazu, dass ebenfalls der T-Rex erscheint, dass ebenfalls eine weitere Schattenereigniskarte gezogen wird. Und so könnte es durchaus im Spiel passieren, dass der T-Rex erscheint, eine neue Karte gezogen wird und beispielsweise direkt wieder Raptoren erscheinen. Das heißt, die Helden müssten dann diese Runde gegen den T-Rex und zusätzlich 6 Aruga-Raptoren kämpfen. Also eine schöne gewisse Herausforderung, die aber natürlich auch wieder mit Erfahrungspunkten belohnt wird. Genau. Und passend zu den Dinosauriern. Biowaffen. Biowaffen, nennen wir sie Biowaffen. Gibt es. Haben wir die Biowaffenkarten? Die haben wir hier. Halt auf den Biowaffenkarten sind halt die Werte angegeben, wie stark eine Biowaffe ist. Und zwar haben wir einmal hier oben die Schadenswürfel, beispielsweise den Schadenswürfel, die Biowaffe verwendet. Einige Biowaffen verwenden noch den Sternwürfel, um zusätzliche Fähigkeiten zu aktivieren, wenn das Sternsymbol gewürfelt wird. Dann haben wir hier an der Seite halt die Reichweite, wie weit sie sich bewegen kann. Dann die Panzerung, Bewegung, hier sind die Lebenspunkte in den Blutfleck und den Lösenwert. Der Lösenwert ist einfach nur dazu gedacht, wenn sich ein Held benachbart findet zu Biowaffen und er möchte auf ein anderes Feld ziehen, das nicht benachbart ist, dann muss er immer einen Lösenwurf machen. Der Lösenwert steht auch auf der Karte. Genau. Und das gleiche gilt auch, wenn ein Held mit einer Fernkampfwaffe eine nicht benachbarte Biowaffe angreifen will. Da muss er ebenfalls diesen Lösenwurf schaffen. Das kann extrem schwierig werden, wenn man eine Biowaffe angreifen will, die weiter weg ist, die einen Spezialangriff verwendet. Und man kann es einfach nicht, weil man sich ja im Nahkampf der anderen Biowaffe befindet. Von jeder Biowaffe gibt es noch zusätzlich die sogenannte Alpha-Spezies. Die haben wir hier. Die Alpha-Spezies ist im Grunde eine erweiterte Version der normalen Ausführung, ist um einiges stärker, hat mehr Lebenspunkte, teilweise mehr Panzerung und mehr Fähigkeiten. Die Biowaffen können, Alpha-Spezies können auf jeden Schwierigkeitsgrad auftreten. Allerdings auf den schwierigen Missionen treten ausschließlich diese Alpha-Spezies auf. Und die sind extrem hart. Dafür gibt es die Alpha-Spezies, aber auch meistens Doppelpunkte, wenn man sie besiegt.
Hier sieht man das, der Aruga Raptor in seiner normalen Fassung gibt nur 50 Punkte und in der Alpha-Spezies sind es schon 70 Punkte. Bei der Achnida genau das gleiche, 30 und 50 Punkte. Gut, dann haben wir die Monstren und da würde ich sagen, schauen wir uns direkt mal ein paar Spielmechanismen an und gehen gleich einfach mal durch eine Beispielrunde. So, wir haben jetzt einfach mal das erste Szenario aufgebaut. Das ist jetzt einfach in diesem Falle zurück ans Licht. Hier haben wir die Mission, den Helipad zu finden, um aus einer Station zu flüchten. Und haben hier schon mal dementsprechend das Sektorendeck vorbereitet, haben den ersten Sektor gezogen. Das ist dementsprechend hier der Korridorsektor, den haben wir platziert. Und unsere Helden dementsprechend auf diesem Feld platziert und die Tür auf die verschlossene Türstelle platziert. Genau. Dann würde ich sagen, springen wir auch direkt ins Spiel und gehen jetzt einfach mal die einzelnen Phasen nach und nach durch. So. Das Spiel, also eine Spielrunde, besteht aus vier Phasen. Die Intuitionsphase, der Heldenphase, Biowaffenphase und die Erkundungsphase. In der Intuitionsphase nimmt sich der Missionsführer. Das ist ein Spieler übernimmt halt die Rolle des Missionsführers. Der Missionsführer steuert das Spiel. Er platziert die Türen, er platziert die Biowaffen und macht alle spielrelevanten Würfel. Das heißt, alles, was schief geht, daran ist immer der Missionsführer schuld. Sagen wir, die Würfel sind schuld, aber okay. Aber dafür, dass er halt das alles macht, bekommt der Missionsführer am Ende der Mission, wenn sie erfolgreich bestanden ist, immer einen Bonus. Das heißt, er kriegt entweder zusätzliche Ausrüstungskarten oder er kriegt mehr Punkte als die anderen Helden. Das muss ja auch belohnt werden. So, in der Intuitionsphase wird ein sechsseitiger Würfel geworfen. Das tun wir jetzt hier. Jetzt haben wir hier eine 6 geworfen. Das bedeutet eigentlich, dass die Helden 6 Intuitionswürfel für diese Runde zum Verteilen erhalten. Diese 6 Würfel werden allerdings nur im Kampf gebraucht, wenn sich Biowaffen auf dem Spielbrett befinden. Befinden sich keine Biowaffen auf dem Spielbrett, dann wird das einfach ignoriert. Dieser Intuitionswurf muss trotzdem jede Runde gemacht werden, weil wenn eine 1 gewürfelt wird, findet ein Schattenereignis statt und es muss eine Karte vom Schattenereignisstapel gezogen werden. Das ist jetzt nicht passiert, ich habe gut gewürfelt und deswegen ist die Intuitionsphase jetzt vorbei und wir können direkt in die Heldenphase gehen. In der Heldenphase können wir unsere Helden bewegen. In welcher Reihenfolge? Das ist vollkommen egal. Ein Held hat 2 Aktionen, die er ausführen kann. Das heißt, ich könnte mich theoretisch zweimal bewegen, zweimal angreifen, bewegen, angreifen, einen anderen Held Ausrüstung geben, einen anderen Held Munitionsmarker geben oder ich könnte hacken. Das kostet auch nur einen Aktionspunkt. Oder halt zum Beispiel auch Ausrüstung wechseln, die man im genau, Inventar hat. Weil man immer ja nur einen Ausrüstungsgegenstand aktiv tragen kann, halt zu den Waffen. Das heißt, wenn ich etwas im Rucksack habe ich will es einsetzen, beispielsweise im Verbandskasten, dann muss ich erst aus dem Rucksack für einen Aktionspunkt den Verbandskasten rausholen und dann für einen Aktionspunkt aktivieren und das wäre schon mein kompletter Zug. Aber die Schwäche gestern verarztet. Genau. Aber ich sage, fangen wir auch direkt an und bewegen uns mal ein bisschen durch die Gegend. Dann würde ich sagen, nehme ich jetzt erstmal Alexander Cross. Und dieser hat eine Bewegung von 3. Das heißt, er kann sich also im Feld 1, 2, 3 bewegen. Genau. Und als nächstes wäre jetzt hier Ripley Thomas. Ripley Thomas. Bewegt sich jetzt auch nur 3. Hätte er jetzt 5 bewegen, hätte er also auch wesentlich weiterlaufen können. Genau. Die Tür wird in der Erkundungsphase. Genau, geöffnet. Da sind wir noch nicht. Wenn die Türen, wenn die Helden vor einer Tür stehen, können sie erst in der Erkundungsphase öffnen. So, dann haben wir hier Ashley Wiker. Darf sich auch bis zu 4 Felder bewegen. 1, 2, 3, 4. Ich würde sagen, ich bleibe einfach mal hier stehen. Weil immer ganz vorne sein, das muss nicht unbedingt sein. So, dann kommt Dylan Palmer. Und jetzt sehe ich gerade, wir haben einen taktischen Fehler gemacht. Weil er halt die Schrotflinte hat und damit mehrere Felder treffen kann, wäre es immer sinnvoller, wenn er immer vorne steht. Aber obwohl er ja unser Heiler ist, aber für einen Heiler kann er trotzdem sehr gut kämpfen. Ist ja immer so ein Balanceakt bei dem Spielen. Genau. So. Ja, jetzt ist unsere Heldenphase vorbei und wir kommen in die Biowaffenphase.
Es befinden sich aber keine Biowaffen im Spiel, deswegen überspringen wir die einfach und gehen direkt in die Erkundungsphase rein. In der Erkundungsphase wird die Tür geöffnet, genau, und wir drehen die nächste Sektorenkarte um. Oh, da haben wir einen roten Sektor. Das heißt, wir suchen uns jetzt einen beliebigen roten Sektor raus und legen ihn an. Und zwar so, dass die Verbindungsbereiche immer zusammenhängen. So, die Karte sagt uns, lege einen beliebigen Raumsektor an, haben wir getan. Ziehe in der nächsten Biowaffenphase eine Schattenereigniskarte, wenn ein Held in diesen Sektor gezogen ist. Setze eine Tür an den Ausgangsbereich. Weil manche Sektoren auch mehrere Türen haben. Okay, das bedeutet, nächste Runde treffen wir definitiv auf Gegner, wenn wir uns in diesem Sektor befinden. Dann holen wir doch mal unsere Waffen raus. Genau, aber wir können jetzt noch in der Erkundungsphase, kann unser Missionsführer, der trägt einen speziellen LC-Scanner, der in der Lage ist, verstecktes Material, Legierungen in einem Bereich zu finden. Also quasi, ich suche nach Schätzen. Das wird durch einen Würfelwurf gemacht. Und wir würfeln jetzt einfach mal, je nachdem wie gut ich würfel, finden wir bessere Sachen, kann aber auch natürlich in die Hose gehen beim Wurf einer 1. Eine 2, leider nichts gefunden. Den Raum kann man nur einmal... Nur einmal pro Spiel scannen und Räume, die Computer-Terminals beherbergen, können gar nicht gescannt werden, weil man ja schon das Terminal hat. Okay. Dann ist die erste Spielrunde beendet und wir gehen in die zweite Spielrunde. Wir fangen wieder mit der Intuitionsphase. Würfeln. Und da ist natürlich die 1. Manche Leute sagen auch, die das Spiel schon öfter gespielt haben, man sollte die Intuitionsphase gar nicht Intuitionsphase nennen, sondern einfach nur die Phase der 1. Weil es ist extrem, wie viel Einsen man in diesem Spiel würfelt. Ja, man achtet nur drauf, deswegen. Ja. Ja, das heißt, wir müssen jetzt eine Schattenereigniskarte ziehen. Und das tun wir hier direkt. Und wir haben 6 Dilophos gezogen. 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. So, wenn Biowaffen ins Spiel kommen, werden sie auf alle Helden verteilt und zwar nach der sogenannten 1-zu-1-Regel. Das heißt, alle Helden müssen immer die gleiche Anzahl an Biowaffen bekämpfen. In dem Fall würde jetzt erstmal jede Biowaffe einen Held angreifen. Und da haben wir jetzt den Vorteil, wir können die so platzieren, wie wir wollen. Hauptsache, sie sind benachbart. 2 haben wir über. 2 haben wir über. Die müssen wir jetzt auswürfeln. Wie bereits schon erklärt, hat jeder Held eine sogenannte CID-Nummer. Von 1 bis 4. Dafür haben wir einen 4-seitigen Würfel. Würfeln und gucken einfach, welcher Held die Nummer hat. Und derjenige wird zusätzlich angegriffen. Das heißt, wir hätten jetzt einmal die 3. Das wäre Ashley Wiker. Genau. Einer. Und die 4, das wäre Dylan Palmer. Richtig, ja. Genau. Das ist sogar sehr gut, weil dann stehen sie in der, richtigen Reihenfolge. Wie die Biowaffen platziert werden, ist vollkommen egal. Hauptsache sie stehen benachbart zu den Helden. Wenn Biowaffen halt ausgewürfelt werden und man kann sie nicht direkt platzieren, dann werden sie weiter weg platziert. Aber immer so nah wie möglich. Okay. So, da wir diese Runde eine 1 gewürfelt haben, bekommen wir auch nur einen Intuitionswürfel zur Verteilung. Das ist immer schlecht, deswegen greifen wir auf unseren Intuitionsvorrat zurück, den wir zu Beginn des Spiels immer erhalten. Und zwar sind das 4 Würfel. Und damit können wir zusätzlich Intuitionswürfel auswerfen. Hat allerdings den Nachteil, die Würfel, wenn sie verwendet worden sind, sind sie weg. Und wir bekommen sie auch nicht wieder. Dann hoffen wir jetzt mal, dass ich keinen Murks brauche. 3. 3. Das heißt, wir bekommen 3 Würfel zusätzlich. Der kommt weg. Und wir haben jetzt 4 Intuitionswürfel, die wir jetzt auf die Helden verteilen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich nehme für Dylan, weil er die Schrotflinte hat und da schon 2 stehen. Nehme ich auf jeden Fall 2. Die restlichen beiden würde ich sogar Ashley Wiker geben, weil sie benachbart zu mehreren Biowaffen ist und angreifen kann. So. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Heldenphase. Gut. Wir aktivieren jetzt unsere Helden und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir fangen mit Dylan an, aufgrund der Schrotflinte.
Genau. Guck mal, was übrig bleibt. Genau. Die Schrotflinte trifft halt zwei hintereinander stehende Biowaffen. Und macht auch noch richtig guten Schaden. So, jetzt brauchen wir die Karte der Dilophos. Die haben wir hier. Da sehen wir halt dementsprechend, wie viel Panzerung sie haben und ihre Lebenspunkte. Also hier haben wir eine Panzerung von 1, eine Reichweite von 4, Reichweite 1, Bewegung 4 und einen Lösenwert von 4. So, als meine erste Aktion würde ich sagen, ich schieße. Gute Entscheidung. Das heißt, wir bekommen zwei gelbe und einen orangenen. So, jetzt habe ich meine Intuitionswürfel, meine beiden, und ich würde sagen, die nehme ich auch schon direkt in meinen Pool mit rein. Ich kann mir die auch aufteilen, ich muss den nicht für jeden Angriff würfeln. Ich kann sie auch einzeln würfeln. Würfeln jetzt einfach mal drauf los. Oh. Einmal 3 Schaden und eine 7. So. Als erstes zählen wir sämtliche Krallensymbole, die wir gewürfelt haben. Davon ziehen wir die Panzerung ab, das heißt ein, und es bleiben 2 über. Das heißt, die Dilophos erhalten 2 Punkte Schaden. Sie haben von 4 Lebenspunkten, das heißt, sie haben beide noch 2 Lebenspunkte. Dann bekommen sie dementsprechend einen kleinen Würfel, um das anzuzeigen. Wir haben auch verschiedene Würfel, beispielsweise hier noch die Schwarzen, die sind für die Alpha-Spezies, um das zu unterscheiden, weil es für die Alpha-Spezies keine anderen Miniaturen gibt. So, jetzt kommen wir zu unseren Intuitionswürfeln, die wir geworfen haben. Davon können wir uns jetzt Effekte kaufen, die auf unserer Heldenkarte angegeben sind. Beispielsweise Dylan Palmer hat oben im Bereich Gut. Opa. So. Genau. Haben wir hier oben die verschiedenen Marker und einmal die zu würfelnden Zahlen. Aber dazu gehen wir jetzt ins Detail ein. So, beispielsweise, wir haben hier den ersten Effekt, wenn ich eine 5 bis 6 würfel, erhalte ich plus 1 Schaden auf meinen Angriffswurf. Die 6 habe ich gewürfelt, also kann ich diesen Effekt kaufen. Wie ich auf diese 5 bis 6 komme, ist vollkommen egal. Ich hätte jetzt auch eine 3 und 2 würfeln können und beide Würfel dafür ausgeben können. Ich habe jetzt aber auch hier noch einen weiteren Effekt, für den ich einen Gerade, einen Ungerade brauche, den ich auch habe. Könnte ich mir beispielsweise alle roten und gelben Kampfwürfel neu werfen. Das ist schon das beste Ergebnis, was ich würfeln konnte, deswegen brauche ich diesen Effekt nicht. Und deswegen würde ich sagen, ich kaufe mir dann von der 6 plus 1 Schaden. Das heißt, alle Dinos verlieren zusätzlich nochmal einen Lebenspunkt. Aber einen. Gut. Die 1 würde dann verfallen. Allein, was jetzt aber jetzt noch kommt, das ist der ganz große Nachteil an diesen Würfeln, weil jetzt kann man sagen, ey cool, ich bekomme immer Schaden, Schaden, Schaden. Es hat aber einen großen Nachteil, diese Würfel, und zwar, ich muss die Summe aller Würfel addieren, zusammenrechnen, und dann gibt es hier die sogenannte Verhängnistabelle. So, und da wir die 7 gewürfelt haben, würde jetzt hier... Genau, wenn diese Zahlen gewürfelt werden, halt die 7, die 11 und die 13, dann wird einer von diesen 6 negativen Effekten ausgelöst. Einige Effekte können nur einmal während des Spiels ausgelöst werden, wie beispielsweise der Caligatio. Es gibt aber auch andere Effekte, wie den Aquila oder den Incidiar. Die können immer ausgelöst werden. In den höheren Schwierigkeitsgraden erhöht sich sogar noch die Frequenz von diesen Auslösen. Das heißt, sie können sogar viel öfter ausgelöst werden, jetzt auf den Schwierigkeitsgrad, den wir spielen. Und wir spielen jetzt wirklich auf den einfachsten Schwierigkeitsgrad. Wir wollen nämlich direkt scheitern. So, da ich diesen Effekt jetzt ausgelöst habe, muss ich jetzt würfeln. Einen 6-seitigen Würfel. Um zu gucken, welcher Effekt stattfindet. Das ist die 3. Mhm. Dann müssen wir jetzt einmal umdrehen. Detrimentum. Detrimentum.
Du darfst in dieser und in der nächsten Heldenphase nur eine Aktion ausführen. Erhalte zur Erinnerung einen Verhängnismarker. Okay, damit heißt, meine Aktion ist direkt beendet. Ich kann nicht mehr schießen. Ich kriege hier dann einen Verhängnismarker. Der kommt auf meine Karte. Gut. Zumindest nur für diese Heldenphase. Aber das ist schade, weil mit dem zweiten Schuss hätte ich sie wahrscheinlich ausschalten können. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Genau. Dann würde ich sagen, kommt als nächstes Ashley Riker dran. Genau. So, da diese Biowaffen alle nur noch einen Lebenspunkt haben, würde ich sagen, greife ich an. Und zwar Munition würde ich jetzt nicht unbedingt verwenden, weil sie alle nur noch einen Lebenspunkt haben. Und ich würde dann auf das Kampfmesser gehen. Das Kampfmesser hat in seinem normalen Angriff einen orangen, einen roten, hat aber eine Zusatzfähigkeit, das ist hier unten der kritische 1. Und zwar diese kritischen Angriffe kann ich aktivieren, wenn ich Intuitionswürfel besitze. Das heißt, bei kritisch 1 muss ich mindestens einen Intuitionswürfel haben, um diesen auszuführen. Ich kann aber auch mehrere nehmen, aber ich will jetzt wahrscheinlich zweimal angreifen. Das heißt, beim zweiten Mal könnte ich diesen kritischen dann nicht mehr einsetzen. Also nehmen wir nur einen. Aber wenn ich nur einen Würfel nehme, kann es mir wieder passieren, dass ich die 1 würfel und wieder einen negativen Effekt auswürfel. Was bei zwei Würfeln ja auch nicht ausgeschlossen ist. Genau. Weil wir den schon gesehen haben. Dann wird der orangene aufgetauscht. Da kommt er weg und ich nehme einen roten. So. Dann würfel ich jetzt einfach mal den dazu. Keine 1. Keine 1. Ah, das sieht sehr gut aus. Schön. So, einer für die Panzerung. Und diese Biowaffe, die ich angegriffen habe, verliert einen Lebenspunkt. Mit der 6 könnte ich mir jetzt noch einen zusätzlichen Effekt kaufen. Beispielsweise könnte ich jetzt noch einen Schaden mehr machen. Aber da er besiegt ist, bringt mir das nicht viel. Also haben wir ihn genau ausgeschaltet. Allerdings hat das Kampfmesser eine Sonderfähigkeit. Für die ich allerdings an Intuitionswürfeln eine 9 benötige, weil dann bekomme ich automatisch eine neue Aktion, wenn ich eine Biowaffe besiegt habe. Also es ist sehr praktisch, wenn die Gegner wenig Lebenspunkte haben und ich mit dem Kampfmesser kämpfe und viele Würfel habe, dass ich sogar, wir haben es schon gehabt, 6 Aktionen hintereinander. Also, das war ein kleiner Amoklauf. Ja, das war wirklich extrem. So, dann machen wir jetzt unseren zweiten Angriff. Wieder einen Intuitionswürfel dazu. Oh. Okay. Der geht nicht durch die Panzerung. Kann also ab. Und es ist wieder eine 1 und ich muss jetzt wieder einen negativen Effekt auswürfeln. Spiel der Einsen. Das Spiel der Einsen. Die 3. Du verlierst deine zweite Aktion, oder? Das ist wieder der Detrimentum. Ja, also auch ein Verhängnismarker. Das ist dann. Ich habe ihn hier. Dann ist Ashley fertig. So, dann kommt als nächstes Ripley Thomas, die Jägerin, dran. Hier ist es so, die hat eine Nahkampfwaffe, den Kampfspeer, und versucht jetzt einfach mal, diesen kleinen Dilophosaurus zu dezimieren und benötigt dafür 2 orangefarbene Würfel. Ich sehe hier einen. Wir können aber auch direkt den Risikoangriff machen. Okay, ja, bis wir den orangen Würfel gefunden haben, nehmen wir das mal einen Risikoangriff. Gelb, Rot und den Stern. Reichweite des Kampfsperrs ist 1. Da greife ich jetzt dementsprechend in diesen an. Diesen hier? Ist eigentlich egal, ich greife erst mit denen an. Okay, so, für den Risikoangriff muss der Sternwürfel mitgeworfen werden. Wird das Sternsymbol gewürfelt, ist die Waffe kaputt. Da es deine einzige Waffe ist... Machen wir das besser nicht. Doch. Machen wir das? Okay. Weil Ripley Thomas eine besondere Fähigkeit hat über ihr Adrenalin. Das ist die Fähigkeit Kämpferin. Und zwar kannst du einen Adrenalinpunkt ausgeben. Und du brauchst die ganze Runde den Sternwürfel nicht mitwerfen. Oh, dann geben wir einfach einen Adrenalin aus und legen den Sternwürfel beiseite. Würde ich sagen. Ja. Wir könnten sogar jetzt noch weitergehen und den Cooper Mana aktivieren. Das heißt, du kannst bis zu 2 Adrenalinpunkte ausgeben und bekommst das an zusätzlichen Schaden. Also bis zu 2 Punkte und das für die gesamte Runde. Aber wir sollten sparsam mit dem Adrenalin sein. Wir schlafen jetzt.
So, Intuitionswürfel habe ich keine, also habe ich nur meine Kampfwürfel. Und ich würfel grandiose 2, das ist natürlich super. Das hat einen Schaden. So. Hat er noch 3 Lebenspunkte auch? Darf es ja nochmal angreifen. Mit dem zweiten Angriff versuche ich es dann erneut. Oh! Ja, 3, 4, 5, minus 1 macht also insgesamt 4 Schaden. Und er geht ins Nirvana. Damit ist der Dilophosaurus ausgeschaltet. Und Ripley Thomas ist somit fertig. Als letzten Charakter haben wir dann hier Alexander Cross mit seiner Stayer Orc. Da schießen wir dann am besten direkt mal auf. Ich würde ja sagen, wir einen Schuss vielleicht noch auf den er nur einen Lebenspunkt genau, hat. Genau, also die Richtlinie wird ja hier nicht blockiert, also schieße ich hier auf den mit einem Lebenspunkt. Du musst aber einen Lösenwurf machen, da du ja benachbart zu dieser Biowaffe bist. Genau, der Lösenwert eines Dilophosaurus ist 4 und ich bekomme plus 2 auf den Würfel. Also eine 2 zu würfeln dürfte kein Problem sein. Eine 5. Haben wir geschafft. Super. Dann schießen wir mal auf den kleinen Dilopho. Und 2, somit ist dieser auch Geschichte. So, zweiter Angriff. Zweiten Schuss schieße ich auf den, der mich bedroht. Haben wir schön eine 3 und ich könnte jetzt. Ne, kein Bonus mit Attacken, ne? Nee. Nein, Adrenalin, also kannst du immer nur vor einem Würfelwurf ausgeben. Man kann nicht würfeln und dann sagen, ach, ich gebe jetzt noch 2 Punkte aus. Das muss vor dem Würfelwurf gemacht werden. Na gut. So, damit haben wir unseren Zug beendet und wir kommen zur Biowaffenphase. Ja, in der Biowaffenphase agieren jetzt halt die Biowaffen. Die werden über die Missionsführer gesteuert und folgen ganz einfachen Regeln. Und zwar, als erstes in der ersten Runde gibt es die sogenannte erste Angriffsregel. Das heißt, alle Biowaffen greifen den Charakter an, zu dem sie zugeteilt worden sind. So, wo haben wir die Lofo-Karte? Da. Ach, da haben wir sie. So, das heißt, dieser Dilopho greift jetzt Alexander Cross an. Und zwar mit 2 gelben und 1 orangenen und möglichst niedrig werfen. Ja. Ja. Ein Held hat 2 Rüstung, wird also abgezogen. Und einen Schaden. Den ersten Schadenspunkt. Dann machen wir diesen hier. Der greift Dylan an. Okay. Ich bin ein Böser. Er hat nur noch 8 Lebenspunkte. Und Ashley. Und das prallt ab. Das prallt ab. Das ist super. Gut, dann machen wir jetzt mal eben ganz kurz einen Break. So, nach dieser kurzen Pause geht es auch direkt weiter mit der Runde. Die Biowaffen haben ihr Möglichstes getan, um uns zu töten. Und ich bin anscheinend auf der falschen Seite. Und jetzt kommen wir zur Erkundungsphase. Ja, die Erkundungsphase fällt aus, da sich Biowaffen im Spiel befinden. Dann wird die einfach übersprungen. Also ja. Ich kann jetzt nicht scannen oder Türen öffnen. Das heißt, es müssen immer jetzt alle Biowaffen besiegt werden, deswegen kann man vor den Gegnern auch nicht wegrennen. Die Schattenereigniskarte dieses Spielfelds wird noch nicht gemacht, weil wir noch nicht draufgegangen sind. Genau. Wenn wir uns jetzt bewegen, dann würden noch zusätzlich zu den Dilophos, die wir jetzt bekämpfen, nochmal welche kommen. Das werden wir vermeiden, indem wir den Sektor gar nicht erst betreten. Also erstmal alles ausschalten. Genau. Gut. Dann kommen wir zur nächsten Phase und sind wieder in der Intuitionsphase. Genau. Und ich hoffe, dass ich diesmal ein bisschen besser würfel. 3-1. 4. Schön. 4 ist doch gut. Das heißt, wir bekommen 4 Würfel. Die verteilen wir jetzt auch. Ich würde einmal sagen, genau, und 2 nochmal für. Bitte irgendwie für, oder? Mit dem Kampfmesser? Ja, würde ich sagen. Ja. Nee, doch. So. Okay. Intuitionsphase ist beendet. Heldenphase. Wir können aktivieren. Leider haben 2 unserer Helden immer noch einen Verhängnismarker. Das heißt, wir haben nur eine, die haben diese Runde nur noch eine Aktion. Deswegen fangen wir auch gleich direkt mit denen an. Da haben wir die fertig. Genau, wir sagen, schießt am besten erstmal mit der Schrotflinte. Ja. Weil der ist dann. Ich würde sagen, schieße ich direkt auf diesen Dilopho. Aha. Intuitionswürfel habe ich keine. Adrenalin kann ich auch nicht ausgeben, weil er hat nur
Fähigkeiten zum Heilen. Und das war schlecht. Eine 1. Damit bin ich schon fertig, aber ich darf den Verhängnismarker ablegen, Gott sei Dank. So, dann kommen wir am besten direkt zum nächsten. Zu Ashley. Zum Verhängnis überraschten Menschen. So, sie hat ja dementsprechend in den Kampfmesser gekämpft, das machen wir jetzt auch weiter. So, zusätzlich nehmen wir jetzt nochmal 2 Intuitionswürfel dazu. Ja, nein. Achso, doch. Aber das ist ja cool. Oh. Und dementsprechend, können wir den, ja, genau. Genau, hast du nur eine Aktion diese Runde, also. Da ist das vollkommen egal. Ja. Aber ich gebe mein Adrenalin aus, und zwar zieht die Fähigkeit Einhänder. Und zwar kann ich zusätzlichen Schaden kaufen, um dementsprechend +1 auf meinen Angriffswurf zu bekommen. Das werde ich jetzt auch ausgeben. Das heißt, ich ignoriere schon automatisch die Rüstung von, ich würde sagen, diesen Dilofo. Genau. Das heißt, ich kann Würfel jetzt pure Schaden. Da haben wir schon mal 2. So, 2 Punkte Schaden. Dann habe ich hier die 6. Und ich könnte mir nochmal einen zusätzlichen Schaden über meinen Statuseffekt noch dazu kaufen. Das machen wir auch direkt, das heißt, ihr kriegt noch einen Punkt Schaden. Also hat er noch ein Lebensenergie. Ja. So. Hätte ich mal mehr Adrenalin ausgegeben. Ja. Der Verhängnismarker kann entfernt werden. So, dann kommt Ripley Thomas dran mit ihrem Kampfspeer. Macht einen normalen Angriff, da sie diesmal Intuition hat. Adrenalin. Um dir mit der Kampfspeer nicht kaputt geht. Oder um da, damit du mehr Schaden machst. Du kannst auch beides kombinieren. Dann machen wir nur mit dem mehr Schaden. Da haben wir schon mal die Rüstung ignoriert. Und dann gucken wir mal, ob wir den ohne Risikoangriff hinkriegen. Ja, sieht auch gut aus. 4 und 2. Ja, ich würde sagen, der ist besiegt. Da haben wir 3, damit ist er also kriegt er schon mal 3 Schaden. Und von den 4 bis 6 kann ich +1 auf Schaden machen. Kaufe ich mir damit auch. Also ist auch dieser Dilophosaurus Geschichte. So. Da ich jetzt keine Fernwaffe habe, würde ich sagen, bleibe ich da einfach stehen. Und ja. Dann ist dementsprechend noch Alexander Cross dran mit seiner Stair. Und pulverisiert jetzt mal. Erstmal ihn, weil wenn er besiegt ist, brauchst du keinen Lösungwurf mehr würfeln. Genau, schießen wir erstmal auf den, der ihn bedroht. Da kannst du auch Adrenalin ausgeben. Einen, damit er einen Schaden macht, damit ist die Rüstung schon mal ausgehebelt. Und er ist besiegt. Er ist besiegt. Und mit der zweiten Aktion schieße ich auf den zweiten. Da brauche ich jetzt kein Adrenalin ansetzen und mache. Jetzt haben wir die Rüstung kaputt, dann brauchen wir noch einen. Ja. Haben wir 1 für die Rüstung, 1 für den Lin. Also ist der Dilophosaurus auch ausgeschaltet. Das ist auch ganz gut, weil. Jetzt wäre die erste Angriffsregel vorbei und da die Dilophosaurier Fernkämpfer sind, würden sie jetzt nur noch mit ihrem Spezialangriff angreifen. Und dieser Spezialangriff ist eine Vergiftung und macht extrem viel Schaden. Da haben wir jetzt Glück gehabt. Also die Dilophosaurier sollte man immer als erstes ausschalten. Genau, die gehen dann auf Distanz und versuchen einen dann auf Distanz anzuspucken, um einen zu lähmen oder ähnliches. Allerdings ist dieser Spuckmythos aus dem Film Jurassic Park. Also, es ist wissenschaftlich nicht belegt, was die das wirklich so konnten. Aber es ist eine schöne Vorstellung. Ja, es ist ein sehr schönes Detail und irgendwie musste man ja überlegen, wie kriegt man denn Fernkämpfer in so ein Spiel unter. Der Lama-Vorfahren. So, die Biowaffen sind besiegt. Jetzt kriegen wir natürlich erstmal Punkte. Die müssten wir uns jetzt aufschreiben. Und zwar sind da 60 Punkte pro Dilophosaurier. Das ist schon einiges. Und für jede angezeigte Biowaffe auf der Karte kriegen wir eine Ausrüstungskarte, die wir finden. In dem Falle eine. Eine. Und da hätten wir gefunden die Benelli Nova 12 Gouge. Die vorhin angesprochene Waffe, die 2 Munition verbraucht. Und diese bekommt nun einen Charakter in seinen Rucksack. Ich würde sagen, die könnten wir, da die zweihändig ist, ist es eigentlich sinnvoll, wenn ich die bekomme. So. Wenn ich einen
Was noch dazu kommt, wenn wir eine Waffe finden, kriegen wir automatisch einen passenden Munitionsmarker, um diese Waffe auch anzusetzen. Aber leider nur einen. Also wäre die Waffe noch nicht fertig geladen. Doch, wir haben ja hier noch Munitionsmarker. Ich könnte jetzt auch gleich in der nächsten Runde die Waffe wechseln und aus meiner jetzigen Schrotflinte die Munition rausnehmen und die dann laden. Aber da der Kampf jetzt vorbei ist, müssen wir jetzt sowieso Munition ablegen. Das heißt, ich habe mit der Mossberg geschossen, ein Marker kommt weg. Und ich mit der Steyr-Hawk. Wir müssten jetzt gleich sowieso erstmal nachladen, beispielsweise die Waffen wechseln. So, dann kommt wieder die Intuitionsphase. Gescannt haben wir ja schon. Genau. Und wir würfeln wieder. Dein Part. 6, es passiert nichts. Da wir keine Matze haben. Oh. Und wir gehen in die Heldenphase. Und da wir jetzt wissen, dass jetzt gleich Gegner erscheinen werden, können wir uns jetzt schon taktisch hinstellen, damit wir möglichst viel Potenzial aus den Waffen und Angriffen herausholen können. So, ich würde sagen, wir fangen mit Dylan an. Problem ist jetzt nur, wenn ich mich bewege und dann die Waffen wechsle. So, erste Aktion, ich bewege mich. Eins, zwei, drei. Vier. Also ich könnte schon mal den Bereich komplett abdecken. In meiner zweiten Aktion tausche ich dann die Mossberg gegen die Benelli Nova aus. Da ist jetzt ein Munitionsmarker drin. Allerdings muss ich die Waffe jetzt noch in der nächsten Runde eine Aktion verwenden, um sie neu zu laden. So, dann kommt Ashley. Ich würde sagen, die positionieren wir direkt hier vorne. Und mit ihrer Aktion nachladen braucht sie nicht, ist sie fertig. Dann hätten wir hier Ripley Thomas als unterstützender Nahkämpfer. Würde ich sagen, stellen wir uns ein bisschen in die Mitte. Haben eine Bewegung von 5. Dann würde ich sagen, gehen wir doch am besten 1, 2, 3. Somit sind wir auch nicht in Reichweite der Schrotflinte. Ja. Dann nachladen brauchen nicht, weil es ein Nahkämpfer ist. Und dann hätten wir als letztes noch den Alexander Cross mit Bewegung 3. 1, 2, 3 mit der ersten Aktion und mit der zweiten Aktion wird nachgeladen. Wir stehen eigentlich taktisch gut. Hoffe ich doch. Okay, dann ist die Heldenphase beendet. Es kommt die Biowaffenphase und da müssen wir, wie auf der Sektorenkarte, müssen wir jetzt eine Schattenereigniskarte ziehen. Und da haben wir schon den Hinterhalt. Das ist immer schlecht. Tiefe Dunkelheit liegt über diesem Sektor. In allen Ecken scheinen sich die Schatten zu bewegen. Das ist ein schöner Flufftext. Ziehe eine neue Schattenereigniskarte. Musst du die Anzahl der Biowaffen auswürfeln, so ignoriere dies und stelle stattdessen immer die maximale Anzahl an Biowaffen auf. Das ist schlecht. Da haben wir hier den Allosaurus, der normalerweise einen W3 würfeln müsste. Also wird das jetzt ignoriert und wir haben als Gegner jetzt 3 Allosaurus. So. 3 Allosaurus. Da haben wir 1, 2. Wo ist denn der dritte? Ist der vielleicht hier rangekommen? Nö, hier ist doch er dann. Nochmal 3 Stück. Okay. Da wir wieder. Die Biowaffen müssen wir jetzt wieder platzieren nach der Regel der 1. Da müssten wir einen mehr haben, damit jeder einen bekämpfen könnte. Das heißt, wir würfeln einfach aus. Das heißt, die 1 bekommt einen Allosaurus. Wir positionieren die Allosaurus jetzt natürlich genau so, dass sie in der Reichweite unserer doppelläufigen Schrotflinte sind. Dann haben wir hier die 4. Ja, genau. Der Mann mit der Schrotflinte. Jetzt hoffe ich nur nicht, dass ich jetzt Alexander Cross auswürfe. 3. 3. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Taktisch sehr gut aufgestellt, würde ich sagen. Okay. Wir haben diese Runde ist dann beendet. Wir gehen jetzt in eine neue.
kombinieren Intuition. Jo. Oh, wir haben nur zwei Würfel. Das ist schlecht. Weil der Allosaurus besitzt eine Spezialfähigkeit. Und zwar, um den Allosaurus anzugreifen, muss dein Held mindestens einen Intuitionswürfel besitzen und ablegen. Könnten wir jetzt aktuell nur zwei angreifen. Wir könnten maximal nur zwei angreifen, aber wir greifen auf unserem Pool zurück. Da wir 8 Angriffe haben, müsste ich mindestens eine 6 würfeln, damit wir die Runde komplett angreifen können. Wenn ich eine 1 würfel, ist natürlich ganz schlecht, aber ich kann ja eventuell noch einen nachwürfeln. Ich glaube an dich. 4, na gut. Naja. Vielleicht auch. So, haben wir 6 Würfel. Ja, dann würde ich sagen, jeder erstmal überhaupt ein, was wir angreifen können. Damit der Benelli bekommt am besten noch einen. Und ja. Der Kampfspeer oder... Ich würde sogar sagen, wir geben ihnen sogar alle drei. Alle drei. Na gut. So. Dann fangen wir auch mit Dylan direkt an. Eine Aktion ist halt zum Nachladen für die Waffe, weil sie 2 Marker verwendet. Aber jetzt kann ich sie auch einsetzen. Das heißt, einen blauen, einen gelben, 3 Intuitionswürfel. Ich greife einen Kanotaurus an, lege dementsprechend eine Karte ab. Ein Würfel und. Nee, doch, ist richtig. Ja. Und Würfel. Panzerung. 2 gilt es zu überwiegen. Die haben schon ein bisschen mehr Panzerung. Bringen aber auch mehr Punkte. Da ist es schade, dass Dylan kein Adrenalin hat, um zu steigern. Cool. Wäre vielleicht im Nachhinein taktischer gewesen. Das ist jemand anderem zu geben. Alexander die Waffe zu geben, aber wir kriegen das auch so hin. Genau. So. Sieht doch gut aus. 2, Panzerung ist ignoriert für alle 3. Das heißt, jeder kriegt schon mal einen Punkt Schaden. Mhm. Und wir haben eine 5 und eine 3. Damit könnte ich jetzt dementsprechend noch mal einen zusätzlichen Schaden kaufen. Mhm. Ja, die andere Fähigkeit bringt also mir gar nichts. Also machen wir 2 Schaden und die haben insgesamt... 8 Punkte, hat jeder noch 6 Punkte. 6 Lebenspunkte. Hey. Die halten schon ein bisschen mehr aus. Aber es sind ja nur 3. Ja, aber. Ich sehe schon, die Geschichte wird hier wahrscheinlich ein tragisches Ende nehmen. Aber ich glaube an uns. So, dann kommt als nächstes, würde ich doch sagen, erstmal die Jägerin. Und greift dementsprechend mit dem Speer an. Ist jetzt halt überlegen, ob wir da nicht lieber dann den Risikoangriff machen. Und ein Adrenalin ausgeben, um die Waffe zu erhalten. Ja, und wir könnten jetzt nochmal Adrenalin ausgeben, um die Panzerung komplett zu ignorieren. Das heißt, du könntest theoretisch... Dann vielleicht nur einen Schaden machen. Nee, ich würde sagen, ich warte mir auch für die nächste Runde. Alles wird gut. So, hier haben wir die 6, also einmal die 2, um die Rüstung auszuschalten. Einen, um einen Schaden zu machen, und die 6, die kann ich nutzen, um einen weiteren Schaden zuzufügen. Also, mache ich bei ihm jetzt hier. Geht er runter auf 4. Da war ein Würfel zu viel. Top. Einmal auf die 4. So. Da ich jetzt keinen weiteren Angriff machen kann, weil ich keine Intuitionswürfel mehr habe, ist diese dann auch fertig. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Ashley. Da ich einen ablegen muss, kann ich den kritischen nicht machen. Das Messer, das kommt nicht durch die Panzerung durch. Das ich das muss ich gerade korrigieren. Ich hätte den gerade eben gar nicht nutzen können, weil ich ihn hätte ablegen müssen. So. Klar. So, das heißt, ich gebe 2 Adrenalinpunkte aus und ignoriere schon mal die Rüstung. Auf welchen schießt du? Auf den, der ich würde sagen, der vor mir steht, weil sonst müsste ich einen Lösenwurf machen. Obwohl, probieren kann ich das zu schaffen. Also der verletzt es ja hier. Genau, weil der Allosaurus hat einen Lösenwert von 4. Von 4, das dürfte ich schaffen mit einer 1. Okay. Okay, ich kann ihn nicht angreifen, ich muss jetzt halt den angreifen, der benachbart ist. Und ich mache den ersten Schuss. Aha. Das sind 2 Punkte Schaden, da ich die Rüstung durch das Adrenalin ignoriere. Das sieht doch ganz gut aus. So theoretisch kann ich ihn jetzt ausschalten.
Nee, du hast keine zweite Attacke wegen dem Würfel, oder? Doch. Ich hab Aktion. Achso. Ach, okay. Ach ja, stimmt ja. Nein. Oh, das ist schlecht, wenn man seine eigenen Regeln nicht kennt. Ja, passt. So, dann ist Alexander Cross dran und versucht mit der Stair einen auszuschalten, dementsprechend der ihn angreift. Mit zwei orangefarbenen. Und er gibt zwei Adrenalin aus für die. Nee, der hat das nicht, ne? Doch. Ach, auch. Den Wolfsbiss. Zum Beispiel zwei Schaden. Also haben wir dann jetzt Direktschaden. Den muss ich ablegen. Ach, drei. Also noch zwei Lebenspunkte. Das sieht doch ganz gut aus. Aber du kannst ihn mehr angreifen, ne? Korrekt. Das ist der Nachteil an diesen Allosauren. So. Dass die unsere Intuitionswürfel fressen. Dann kommen wir nun zu der Biowaffenphase. Ja. Ich würde sagen, die hauen jetzt drauf. Würfel du mal. Ich kann so gut Schaden für Gegner auswürfeln. Ich würfel immer extrem hoch. Kommen wir erstmal hier auf den. Auf Dylan? Dylan. Kriegt er zwei Schaden. Ich bin immer noch im grünen Bereich. Gut, dann auf Alexander. Vier Schaden. Somit bin ich im gelben Bereich. Wir wollten diese Regel demonstrieren, deswegen sind wir jetzt dabei. Ja, das war alles beabsichtigt. Das gibt's nicht. Gut, und die bekommen verliert zwei Lebensenergie. Eins, zwei. Gut, dann ja, Erkundenphase gibt es nicht, weil wir noch kämpfen. Also kommen wir in die nächste Intuitionsrunde. Und wir brauchen auf jeden Fall Intuitionswürfel. Jede Menge. Wenn dieser Hinterhalt nicht gewesen wäre, hätten wir vielleicht nur gegen einen kämpfen müssen. Das wäre dann um einiges einfacher gewesen. Das Problem sind die Intuitionswürfel. Es gibt übrigens die Möglichkeit, zu Beginn einer Mission sich im AGM-Shop einen speziellen Gegenstand zu kaufen, der den Pool erhöht, dass man mehr Würfel hat. Für jeden Mechanismus, den die Gegner haben, gibt es immer eine Möglichkeit, das auszukontern, zu spielen, halt über einen Gegenstand aus dem Shop. Das ist immer gegeben. Allerdings, jeder Charakter kann nur eine gewisse Anzahl an Gegenständen tragen. Man muss halt immer abwägen, was wird wirklich benötigt und was kann vorkommen, was kann nicht vorkommen. Mhm. Und das macht eigentlich auch den ganz großen Reiz aus zu Beginn einer Mission. Dass man sich dementsprechend passend equipped. Genau. Okay. Also die ultimative Strategie habe ich bis jetzt noch nicht so, selbst noch nicht so herausgefunden. Dann, gut, müssen wir jetzt überlegen. Wir haben jetzt drei Würfel. Ah, ob wir wieder einen Würfel benutzen? Ich würde sagen, ja. Okay. Keine 1, keine 1, keine 1, keine 1. Drei. Aber wenigstens wieder 6. So, 6. Dann gucken wir, dass sollen wir drei hier geben, also da Schaden an allen machen. Und dann wieder jeder einen. Würde ich jetzt mal vorschlagen. Ja. Dann fangen wir auch mit Dylan direkt an. Genau. Und gelb und blau. Eigentlich ist das. Eigentlich müsste ich direkt durch die Panzerung durchkommen. Einen muss ich ablegen. Das so, 6 ist 1. Ja, hat wieder Gutes und Schlechtes. Ah, ja. Das wird ja besser. Aber wir machen erstmal jetzt den Schaden. Okay, wir haben einmal 4 minus 2, also 2. Plus die 6 kaufen wir noch einen zusätzlichen. Okay. Damit haben wir 3 Schaden. Was bedeutet, dieser ist komplett ausgeschaltet. Und er hier hat noch 3 übrig. Und oben hat nur noch einen. Also wir sehen Licht am Ende des Tunnels. Allerdings ist denn ein negativer Effekt ausgewürfelt worden. Ja, dann würfeln wir auf die Tabelle. Die 4. Coentus. Wirst du in dieser Runde von Biowaffen angegriffen, so erhält die Biowaffe den schwächsten Angriffswürfel ihres Angriffes zusätzlich zu ihrem Angriffswurf. Erhalte zur Erinnerung einen Verhängnismarker. Und der schwächste Würfel beim Allosaurus ist Gott sei Dank ein gelber. Aber wie man gerade schon gesehen hat, er hat extrem Schaden gemacht. Und wenn ich mir vorstelle, er kann noch mehr machen, dann könnte man in einer Runde mit einem Angriff verschwinden. Das gilt es zu vermeiden, weil wenn ein Held das Zeitliche segnet, ist das Spiel verloren. Wir haben zwar die Möglichkeit, über Dylan
da er die Fähigkeit Reanimierung besitzt, einen Held wiederzubeleben. Allerdings ist das extrem kostspielig, weil es kostet mich 5 Adrenalin, die ich zum Glück noch habe. Allerdings 2 Aktionen. Das heißt, wenn der Charakter nicht neben mir steht und ich mich erst bewegen müsste oder ich nur eine Aktion habe durch ein anderes Schattenereignis, funktioniert das nicht. Es gibt aber auch wieder im AGM-Shop einen sogenannten Wiederbelebungstaser, der um einiges einfacher zu handhaben ist. Der ist aber auch speziell teuer. Okay. Gut, dann haben wir als nächstes... Wie ich sagen? Ja, sind wir auch gerade das durch, genau. Ah. Meine Marke wieder weg. Und ich greife, ich mache wieder, ich würde sagen, Adrenalin rein. Aha. Ein. Okay. Ich glaube, ein Schadenspunkt dürfte ich würfeln. Du brauchst 2. Ja, das dürfte, ja, Adrenalin ist ein. Ein noch durch die Panzerung zu kommen? Oh. Schaffst du schon. Ich glaube nicht. Dann nehmen wir lieber einen mehr, dann ist die Panzerung ignoriert. Ich kann immer noch Fahrkarten würfeln. Hätte gepasst. Okay, ist dieser auch ausgeschaltet. Dann kommt als nächstes Ripley Thomas, ist auch in der Nähe zum Angriff auf diesen Allosaurus, legt einen Würfel ab und gibt einen Adrenalin aus. Und dann hoffen wir, dass ich dann ein bisschen was würfel. Hier haben wir 2, also machen wir einen Schaden, haben wir dann noch 2. Dann wäre Alexander Cross dran, gibt auch einen aus. Und 2? 2. Geben wir 2 aus, dann kann, das Ganze. Dann ist der eigentlich besiegt. Dann brauchen wir, oh, naja, wenn ich jetzt 2 Krallen würfe, wäre es gut. Ja. Hätte sich auch so erledigt, gut. Somit haben wir auch diesen Kampf erfolgreich hinter uns gebracht. Und der Allosaurus gibt richtig Punkte. Das sind 100 Erfahrungspunkte pro Allosaurus, also hier eben 300 Punkte gewonnen. Und wir kriegen wieder eine Ausrüstungskarte. Die Karte kommt beiseite. Und eine Ausrüstungskarte und wir erhalten Nanomodul Adreno-Rezeptor. Das ist sehr gut. Er erhält Adrenalinpunkte zurück. Dann würde ich sagen, geben wir das doch am besten ihm hier. Das kann ich auch direkt ausrüsten, ne? Genau. Gut. Ja, damit ist die Waffenphase beendet. Erkundungsphase. Jetzt könnten wir den Sektor scannen. Schauen wir mal. Oder wie war das? Versuchen wir später. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Ich glaube nicht, was ich jetzt die 1 würfel. Sagt er und würfelte die 1. Eine 2. Eine 2, aber wieder mal. Wir finden nichts. Nichts. Gut. Ja, dann gehen wir in die Intuitionsphase. Machen aber jetzt hier nochmal ganz kurz einen Break. Und ja, dann geht's gleich mit los in der nächsten Runde. So, wir haben jetzt ein bisschen vorgespult, also wir haben jetzt ein paar Runden durchgespielt, wo wir unsere Ausrüstung wieder aufgefrischt haben, also unsere Waffen wurden nachgeladen, dementsprechend die Munition von unserer Nahkämpferin wurde an die Spieler verteilt, er hat die Schrotflinte noch gewechselt und dass wir soweit fertig sind, wir haben hier noch ein bisschen geheilt, also hier für 3 Adrenalin hat hier Alexander Cross wieder 3 Lebensenergie hinzugekommen, um wieder in den grünen Bereich zu kommen. Ja. Genau. Wir haben in diesem Zeitraum aber auch die Phasen durchgespielt und haben trotzdem nochmal ein paar Einsen geworfen. Aber da wir auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad spielen, können wir die Schattenereignisse, die dann hätten ausgelöst werden müssen, ignorieren, weil pro Sektor kann immer nur ein Schattenereignis ausgelöst werden. Also durch den Intuitionswurf. Und deswegen hat man dann die Möglichkeit, wenn man in einem Sektor ist, der schon ein Schattenereignis ausgelöst hat, dann geht das auf jeden Fall nicht mehr. Dort kann man dann alles machen, um zu heilen, Waffen zu wechseln, aufzumunitionieren und ist eigentlich immer auf der sicheren Seite. So kann man es halt ein bisschen vorspulen. Gut, genau. Dann sind wir auch direkt wieder jetzt haben wir am Ende der einen Zug und kommen jetzt wieder zur Entdeckungsphase, also Erkundungsphase, ja. Und decken hier die Tür auf. Dann haben wir hier einen Verbindungssektor. Den legen wir jetzt mal. Können den auch so anlegen. Nur legen wir ihn so an, geht auch. Was ist das Gute an diesen Platten? Man kann sie so anlegen, dass selbst auf einen kleinen Tisch man das Spiel spielen kann. Weil alle Sektoren, die jetzt hier noch sind, die könnte man jetzt theoretisch auch wegnehmen.
Deswegen auch kleine Tische eignen sich dafür. Okay, ich habe jetzt hier die Sektorenkarte. Und zwar ist es jetzt so, setze jeweils eine Tür an beide Ausgangsbereiche. Das heißt, wir haben zwei Türen. Verteile die restlichen Sektorenkarten von unten abwechselnd auf beide Ausgangsbereiche. Das heißt, unser Weg teilt sich jetzt. Ja. Dann sind wir wieder in die Intuitionsphase. Würfeln brauchen wir ja nicht, weil Schattenereignis können wir nicht auswürfeln. Wir müssen würfeln wegen der 1. Wir können ja eh nicht auslösen. Können wir direkt ziehen. Wohin sollen wir? Machen wir es wie im Rollenspiel. 1 bis 3, 4 bis 6. Aber wir biegen nach links ab. Okay. Dann würde ich sagen, dann bringen wir uns in Position und diesmal die Schrotflinte wohl nach vorne. Gut, das ist ja dein Charakter, somit bewegst du diesen als erstes. Der steht doch schon vorne. So. Damit bin ich fertig. Gut, dann Replay, würde ich aussagen, nach vorne wegen dem Nahkampf. Genau. Gut. So, und die beiden dann am besten dahinter. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und er hat 1, 2, 3, 4 und 1. So, machen wir einen Scanwurf oder lassen wir es? Ich würde sagen, wir lassen es mal, riskieren es nicht, oder? Ja. Weil wir haben schon recht viel Munition aufgebraucht, deswegen gucken wir lieber, dass wir durch das Spiel durchkommen. Ja. So, dann kommen wir wieder zur Erkundungsphase. Genau, das heißt, wir decken jetzt den nächsten Sektor auf. Da haben wir hier einen Terminal-Sektor. So, diesen legen wir es dementsprechend an. Wenn wir natürlich gucken, wir schieben das Ganze mal hier ein bisschen nach oben. Nach oben. Die beiden können wir jetzt wegnehmen. Weil zurückgehen brauchen wir ja nicht. Wir müssen ja den Zielsektor finden. Es gibt andere Missionen, beispielsweise, wo man, wenn man den Zielsektor gefunden hat, dann trotzdem wieder zurück zum Ausgangssektor zurück muss. Aber das wird in den jeweiligen Missionen immer erklärt. Wie viele Türen müssen wir setzen? Setze eine Tür in einen beliebigen Ausgangsbereich. Ich würde sagen, gehen wir hier. Okay. Gut. Okay. Ziehe zu Beginn der Intuitionsphase eine Terminal-Karte. Dieser Sektor kann nicht gescannt werden. So. Dann sind wir nach der Erkundungsphase in der Intuitionsphase. Dann brauchen wir jetzt die Terminal-Karte. Würfel einmal wegen der Intuition, wegen dem Schattenereignis gegebenenfalls. Mal keine 1 würfeln. Und 4. Terminalkarte haben wir das Notfalldepot. Lege einen Terminalmarker auf ein beliebiges Sektorfeld. Von diesem oder einem benachbarten Feld kann ein Held einen Hackingwurf durchführen. Ziehe bei Erfolg eine Ausrüstungskarte. So, ein Terminal. Da wir Richtung Tür gehen möchten, nehmen wir das lieber hier mit rein. Genau. So, ich würde sagen, das Terminal hacken wir. Es hat nur eine Sicherheitsstufe von 2. Das heißt, um dieses Terminal zu hacken, brauchen wir eine 5 bis 6 auf dem Würfelwurf. Aber wir müssen erstmal dran gehen. So. Das kann am besten Ashley übernehmen, weil Ashley nämlich Adrenalin ausgeben kann, um einen Bonus auf ihren Hackingwurf zu kriegen. Okay, Ashley kann sich 4 Felder bewegen. 1, 2, 3, 4. Mit der ersten Aktion. Ja. Dann gebe ich dementsprechend einen Adrenalin aus, um meinen Bonus zu kriegen, weil ich will nicht die 1 würfeln. Das heißt, mein Hackingwurf ist dann erfolgreich schon bei einer 4 bis 6. Wenn ich eine 3 würfel, ist es sogar noch besser. Wenn ich nämlich eine 3 gewürfelt habe, kriege ich für meinen nächsten Hackingwurf, auch in der nächsten Runde, automatisch einen Bonus von plus 1, weil ich den Sicherheitsschlüssel entschlüsselt habe. Aber den Code noch nicht eingegeben habe. Leider nur eine 3. Das heißt, nächste Runde kriege ich dann wieder einen Bonus von plus 1, aber leider nicht mehr. Den Adrenalin-Bonus. Puh. Schade aber auch. Dann bewegt sich Ripley mit 5. 1, 2, 3, 4. Ja, 4. Und dann noch mit 3.
1, 2, 3. Und wo tun wir die Schrotflinte hin? Ich würde sagen, wir direkt wieder vor die Tür. Okay, also mit 4. 1, 2, 3, 4. Das ist natürlich eine Schussrichtung. Es muss sich ja immer ein Held an der Tür befinden, um sie aufzumachen. Okay. So, scannen können wir den Sektor nicht, da sich ja ein Terminal da befindet. Das heißt, die Runde ist dann jetzt beendet. Und wollen wir die Tür öffnen? Ah ja, probieren wir es. Gut. Sektorenkarte, da. Ne, hier sind die Sektoren. Achso. So, hier hätten wir einen Raumsektor. So. Dann käme die Tür wieder hier hin und hier würde in der nächsten Runde dann wieder ein Kampf stattfinden. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich alle grundlegenden Spielmechanismen des Spiels einmal gesehen und beenden nun diese Vorführung. Vielleicht werden wir nochmal einen separaten Let's Play machen oder ähnliches, um mal eine komplette Mission zu zeigen mit der darauffolgenden Einkaufsphase. Darauf gehen wir jetzt aber auch nochmal kurz ein in abschließenden Besprechungen nach der Mission. Ja, dann würde ich sagen. Ja. Legen wir los. So, ich hoffe, ihr habt jetzt einen gewissen Eindruck vom Spiel erhalten können. Wir gehen jetzt einfach davon aus, dass wir das Szenario erfolgreich abgeschlossen haben. Wir haben das Helipad erreicht, haben auf dem Weg noch einen kleineren Tyrannosaurus Rex ausgeschaltet und legen den nun in den Vorrat zurück. Und nun kämen wir zu der Zeit nach der Mission, also nach der Mission ist immer zwischen den Missionen. Und dazu erläutert uns. Genau, wir haben die Mission beendet und dann gucken wir uns jetzt dementsprechend im Missionsbuch an, was wir für diese Mission erhalten. Ich habe da gerade schon reingeguckt. Wir würden für diese Mission erhalten, für jeden Spieler erstmal schon mal 1W6 mal 100 Extinction-Punkte. 100. So, 100, 200, 300 und 400. Ja, den das gewürfelt hätte. Nein. Die Extinction-Punkte, die erbeutet werden, weil ich habe hier einmal schon durchgerechnet. Wie viel waren das jetzt? 400 Punkte? Ja. Dann hätten wir jetzt in dieser Mission 3600 Extinction-Punkte erwirtschaftet. So, dann haben wir dementsprechend 3600 durch 4 Spieler. Okay. Und wie gesagt, es wird immer geteilt, möglichst auch fair auf alle Spieler. Selbstverständlich könnt ihr auch so spielen, dass ihr meint, alles was ich besiegt habe, gehört mir. Das geht, allerdings... Meistens entsteht dann Konkurrenzdruck, der nicht eigentlich unbedingt... Der eigentlich nicht nötig ist, weil eigentlich alle Helden gleich stark sein sollten, um eventuelle Malusse dann wieder auszubügeln. Also da ist es auf jeden Fall sinnvoll, immer fair zu teilen. Zuzüglich könnten wir jetzt noch dementsprechend unsere Ausrüstung verkaufen, die wir nicht mehr benötigen. Und wir können auch Waffen verkaufen. Weil nach den Missionen ist es folgendermaßen, unsere Helden besitzen einen Überlebensrang. Dieser ist am Anfang erstmal 0. Mit jeder Mission steigt dieser Überlebensrang. Wenn wir eine bestimmte Anzahl von Missionen bestanden haben, in unserem Fall wären das jetzt 4, um die Stufe 1 zu erreichen, bekommen wir einen Extinction-Punkte-Bonus von knapp 1000 Punkten. Die kriegen wir geschenkt vom Spiel. Wenn wir den zweiten Rang erreichen, sind es schon 2000 Punkte, für den dritten sind es 3000 Punkte und für den vierten sind es 4000 Punkte. Kann man ja was mit anfangen. Genau, also das Spiel schenkt dir sehr, sehr viele Punkte. Die können wir jetzt halt investieren, um unsere Werte zu steigern. Wir könnten uns mehr Lebenspunkte kaufen. Beispielsweise, wenn ich jetzt mit Dylan meine Lebenspunkte auf 10 erhöhen würden wollen, müsste ich schon 1000 Punkte bezahlen. Pro Lebenspunkt 1000? Oder steigt das auch? Es steigt auch. Also okay, also ja, zusätzlich dann 1500. Genau. Also um das Maximale an Lebenspunkten zu erhalten, halt die 16, müsste ich insgesamt nur für die Lebenspunkte einen Gesamtwert von knapp 36.000 Extinction-Punkten haben. Okay, also ist ein höheres Ziel, was man... Es ist ein höheres Ziel. Es ist definitiv ein höheres Ziel. Aber kommen wir jetzt zurück zu den Waffen. Wie gesagt, die Helden haben alle einen Überlebensrang. Und alle Waffen sind ebenfalls im Missionsbuch, gibt es eine Tabelle, da steht das auch mit drin, sind die Waffen nach einem Überlebensrang eingeteilt. Besitze ich eine Waffe, die über meinen Überlebensrang ist,
muss ich auf die Waffe würfeln, um sie zu pflegen, weil die Waffen werden extrem beansprucht in den Kämpfen. Das hat man ja sehr gut gesehen. Wir haben sehr viel geschossen. Und deshalb, wie im richtigen Leben, müssen die Waffen gepflegt werden am Ende einer Mission. Und dann kann ich als Spieler selbst entscheiden. Entweder ich verkaufe die Waffe, kriege wenigstens noch ein paar Punkte dafür, um noch Munition zu kaufen, oder ich versuche die Waffe zu pflegen, kann sie aber dafür mit in die nächste Mission nehmen. Diesen Würfelwurf kann ich sogar noch erhöhen, indem ich mir ein Waffenpflegeset kaufe. Das kostet ein paar Punkte, aber gibt mir wenigstens einen Bonus. Ist eine Investition auf lange Sicht. Ist eine Investition auf lange Sicht, definitiv. Aber die Waffen halten halt nicht ewig. Also es kann immer gut sein, dass man sich Waffen immer neu kaufen muss, weil man den Würfelwurf nicht schafft. Aber je höher der Rang ist, desto leichter ist es. Beispielsweise, um nachher die Startwaffen nicht zu verlieren, dann müsste man schon eine 2 würfeln. Also, um die Waffe zu ordentlich zu pflegen, das ist relativ möglich. Ist machbar. Dementsprechend kommen dazu halt noch die ganzen anderen Ausrüstungsgegenstände, jetzt abgesehen von den Waffen, halt noch die Munition. Wir haben jetzt in unserer Spielrunde die Sondermunition, da hatten wir jetzt da nichts, was wir präsentieren konnten. Aber wir haben dazu noch andere Ausrüstungsgegenstände, wie dementsprechend die Brandgranaten gibt es. Es gibt Gasmasken, es gibt spezielle Runensteine, die Schattenereignisse noch beeinflussen können. Wir haben noch Adrenalinspritzen, um halt das Adrenalin zu erhöhen. Verbandskästen kann man kaufen, die ein bisschen Lebensenergie immer ein bisschen regenerieren. Also die ist eine sehr umfangreiche. Genau, es gibt Kampfrüstungen, die man noch kaufen kann. Es gibt Flammenwerfer. Was das Herz eigentlich begehrt. Ja, dann war es an sich weitestgehend für die Endphase, also nach einer oder die Levelphase. Und jetzt würden wir theoretisch die nächste Mission wählen oder auswürfeln. Aber das machen wir jetzt in dieser Präsentation jetzt mal nicht. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Fazit und zum Outro. Das war dann auch schon die Präsentation von Operation C. Ich hoffe, es hat gefallen. Und dann würde ich sagen, abschließende Worte von dir. Ja, also erstmal danke, dass ich hier sein durfte. Bitteschön. Die Spielrunde hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich spiele selbst in letzter Zeit immer ein bisschen weniger, weil ich mich immer ein bisschen ausklinke und den Leuten gerne zugucke, weil es ist immer richtig faszinierend, die Spielgruppen zu sehen, besonders wenn die Leute, die dann spielen, sich überhaupt gar nicht kennen. Also während des Spiels ist es faszinierend, es entwickelt sich eine unglaubliche Gruppendynamik unter den Leuten selber. Die taktischen Gespräche, das ist alles schon sehr, sehr interessant, sich das mal anzusehen, und teilweise haben die auch Ideen, also um irgendwelche Mechanismen oder Regeln auszuhebeln innerhalb ihrer Möglichkeiten. Ja. Messen sind immer was Schönes. Genau, die sind auf jeden Fall sehr, sehr findig und es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Also das Spiel zu entwickeln hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es sehr schwierig war zu Beginn, gerade zu Beginn. Und jetzt haben wir ja umgestellt auf das ganz neue Design. Wir hatten ja vorher noch den alten Prototypen gespielt. Jetzt ist ein bisschen Grafik dabei gekommen. Genau, der war jetzt halt nur Mittel zum Zweck. Aber die Vision, die ihr jetzt hier vor euch seht, ist final. Und dies wäre auch eine Verkaufsversion. Halt, die Grafiken müssten dementsprechend dann nochmal angepasst werden. Aber so würde das Spiel eigentlich aussehen, wenn ihr es kaufen würdet. Dieses Jahr haben wir jetzt eigentlich vor, nachdem wir jetzt alles soweit abgeschlossen haben, das Spiel bei ein paar Verlegen mal vorzustellen. Das ist jetzt auf jeden Fall im Laufe des Jahres, soll das mal im Angriff genommen werden. Und falls wir doch keinen Verlag innerhalb von Deutschland finden sollten, werden wir uns auf jeden Fall noch an Verleger im Ausland wenden. Da sind wir jetzt momentan an der englischen Übersetzung dran, okay. wo schon ein Teil gemacht worden ist. Aber das Problem an der ganzen Geschichte ist, wir haben jetzt momentan keinen Übersetzer mehr, weil der aus zeitlichen Gründen jetzt gesagt hat, er kann es nicht mehr. Dafür habe ich absolutes Verständnis. Es ist einiges an Arbeit. Und das, was er schon übersetzt hat, das war schon, hat er schon sehr, sehr gut gemacht. Da bin ich absolut zufrieden mit. Ja. Und deswegen suchen wir jetzt auch momentan auch noch Leute, die Lust haben, unser Projekt hier zu unterstützen, sei es in Form von lektorischer Arbeit oder als Testspieler, beispielsweise als Spieler überhaupt, weil wir sammeln immer noch
Feedbacks von Spielern, versuchen jetzt immer noch so lange zu verbessern, wie es nur geht, auch wenn wir jetzt sagen, es ist final, aber man kann immer noch weiter verbessern. Irgendwas findet sich ja immer. Und die Spieler, die wir immer haben, die haben immer so tolle Ideen. Wir haben so viel Material für Erweiterungen. Ich wüsste gar nicht, wo ich da anfangen sollte. Von neuen Dinos, von neuen Karten. Neuen Basen. Städte. Neue Städte. Dann noch die Unterwasserlabors mit den Unterwasserdinos. Also Ideen sind schon da. Wir haben richtig viel tonnenweise Material, um dieses Spiel wirklich lange, lange am Leben zu erhalten. Und wir hoffen, dass wir dementsprechend Leute und auch einen Verlag finden, der uns auch dabei unterstützt. Ja, solltet ihr daran Interesse haben, also ich werde unten in die Videobeschreibung auch nochmal dementsprechend einen Kontaktlink hinzufügen. Gleichzeitig auch einen Link zu der Projektseite. Da hast du ja dementsprechend aktuell eine Webseite. Genau, dort findet ihr auch aktuelle Spielrunden, weil wir veranstalten, gerade in Nordrhein-Westfalen, machen wir sehr viele öffentliche Spielrunden, wo wir unterwegs sind. Ab und zu bin ich auch mal auf Messen oder Conventions. Und wenn ihr daran interessiert seid, die Bekanntmachungen findet ihr auch auf der Webseite als auch auf der Facebook-Seite. Also, Interesse, Möglichkeiten sind da, auch für den Kontakt. Sollten Fragen hierzu sein, stehe ich auch gerne zur Verfügung. Dann einfach einen Link, also eine Nachricht direkt an mich. Zum Ende des Videos wird noch ein kleiner Link zum kommenden Let's Play zu dem Spiel kommen. Hier werden wir einfach nochmal an dieses Szenario anknüpfen. Wir haben ja jetzt schon Erfahrungspunkte und Extinction-Punkte gesammelt. Die werden wir dementsprechend dann investieren und uns in die nächste Mission stürzen. Und ja, dann schauen wir nach, auf was wir da alles treffen und welche Dinosauriermengen wir da ausmerzen können. Und ob wir überhaupt überleben werden. Das soll natürlich, doch, wir werden überleben. Also, doch. Auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat gefallen. Und ja, wenn Fragen sind, meldet euch einfach. Dann würde ich sagen, erstmal bis dann und auf Wiedersehen. Tschüssi. Tschüss.